Herzlich willkommen zu Tag 2. Fokussierender Gedanke. Heute richte ich meine Aufmerksamkeit darauf, was ich in mein Leben einladen möchte. Mantra Sat Chit Ananda. Existenz, Bewusstsein, Glückseligkeit. Dieses 7-Tage Elerland-Yoga-Programm beinhaltet eine Körperwahrnehmungsmeditation sowie tägliche Aufgaben. Lege dein Wünsche-Erfüllungs-Notizbuch vor dich hin und beginne mit der Meditation. Nach der Meditation erhältst du eine neue Aufgabe, die dir helfen soll, einen Schritt näher zur Verwirklichung deiner Wünsche und Träume zu gelangen. Die Körperwahrnehmungsmeditation ist eine wertvolle Technik, um Stress abzubauen, den Geist zu beruhigen und die innere Stärke zu finden. Indem du dich regelmäßig dieser Praxis widmest, kannst du ein tieferes Verständnis für dich selbst entwickeln und eine gesündere, ausgeglichenere Lebensweise fördern. Lass uns beginnen. Finde eine bequeme Sitzposition und lege deine Hände behutsam in deinen Schoß. Schließe sanft deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und spüre, wie sie den Boden berühren. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, spüre den festen Kontakt deiner Fußsohlen mit dem Boden. Wenn du im Schneidersitz bist, fühle den Kontakt der Außenkante deiner Füße mit dem Boden. Vielleicht berühren deine Fußsohlen sanft deine Unter- oder Oberschenkel. Nun lenke deine Gedanken entlang deiner Beine und spüre, wie alle Muskeln sich entspannen und zur Ruhe kommen. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Gesäß. Spüre, wie beide Sitzbeinhöcker gleichmäßig auf dem Untergrund verankert sind. Nimm dein Becken wahr und bring es sanft in eine neutrale Position, sodass die Bauchmuskulatur und die Muskeln des unteren Rückens harmonisch zusammenarbeiten, um die Wirbelsäule aufzurichten. Wandere langsam mit deinen Gedanken entlang deiner Wirbelsäule nach oben, beginnend im Lendenbereich und weiter bis zur Brustwirbelsäule. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinen Schulterblättern. Achte darauf, dass deine Brustmuskulatur und die Muskulatur um die Schulterblätter herum ausgeglichen sind und deine Schultern eine neutrale, aufrechte Position einnehmen. Widme nun deine Gedanken deiner Halswirbelsäule. Stell sicher, dass dein Nacken lang ist und dein Kinn leicht nach unten Richtung Brustbein geneigt ist, um deine Halswirbelsäule zu stabilisieren. Wandere mit deinen Gedanken über deinen Hinterkopf bis zu deinem Scheitel und dann wieder nach vorne zu deiner Stirn. Spüre, wie deine Stirn angenehm kühl ist und deine Gesichtsmuskeln sowie deine Haut sich vollständig entspannen. Entspanne deinen Unterkiefer und lass ihn sanft nach unten und hinten Richtung Ohren sinken. Stell sicher, dass dein Kiefergelenk locker ist und ohne Anspannung bleibt. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung, den natürlichen Rhythmus deines Atems, der ohne dein Zutun kommt und geht. Beobachte, wie sich dein Brustkorb und dein Bauchraum bei jedem Atemzug sanft bewegen. Beim Einatmen beginn langsam zu zählen. Achte darauf, wann der Impuls zum Ausatmen beginnt
und zähle dann mindestens bis zu dieser Zahl oder sogar eine Zahl weiter beim Ausatmen. Die Verlängerung der Ausatmung hat eine beruhigende Wirkung auf deinen Geist und verankert dich im gegenwärtigen Moment. Beim Einatmen zähle gleichmäßig mit. Beim Ausatmen halte den gleichen Rhythmus ein, zähle mindestens bis zu der Zahl der Einatmung und sogar eine Zahl weiter, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Finde deinen eigenen Atemrhythmus, einen Fluss, der dich beruhigt, einen Kreislauf wie Ebbe und Flut, wie der Wechsel von Tag und Nacht. Spüre die Ruhe, die sich allmählich in dir ausbreitet. Lass dann diese Zahl los und konzentriere dich nur auf die Bewegung deines Körpers während der tiefen Ein- und Ausatmung. Mit jedem Ausatmen lass los, spüre, wie deine Schultern sinken und wie du dich erdest. Wiederhole deinen Atemrhythmus mit Leichtigkeit und fließend. Wenn wir nun mit der stillen Meditation beginnen, nutze das Mantra des Tages, wenn Gedanken auftauchen, die deine innere Ruhe stören, und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung, die lebenswichtige rhythmische Bewegung, die ohne unser Zutun geschieht. Das Ein- und Ausatmen geschieht ganz von allein. Indem du dich bewusst auf deine Atmung konzentrierst, hast du die Möglichkeit, deinen Körper zu beruhigen und zu entspannen. Gleichzeitig wiederhole während der Meditationszeit in deinen Gedanken immer wieder mal das Mantra des Tages. Die stille Meditation beginnt mit dem Klang meiner Klangschale, der dich in die Praxis einführt. Ich halte die Zeit im Auge und leite dich mit dem zweiten Klang der Klangschale sanft aus der Meditation heraus. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda.
Langsam kehren deine Gedanken zurück zu deinem Körper. Du spürst den Raum um dich herum und bewegst sanft deine Zehen und Finger. Vertiefe deine Einatmung. Spüre, wie du mit jedem Atemzug Lebensenergie und Kraft aufnimmst. Wenn es für dich passend ist, kannst du dich dehnen und gähnen. Vertiefe deine Einatmung. Wenn du bereit bist, öffne sanft deine Augen. Und kehre zur äußeren Welt und zu unseren Aufgaben zurück. Wenn du bereit bist, widme dich deinem Wünsche-Erfüllungs-Notizbuch. Hier kommt die Aufgabe für Tag 2. Schreib diesen Satz in dein Notizbuch. Heute richte ich meine Aufmerksamkeit darauf, was ich in mein Leben einladen möchte. Für deine langfristige Visualisierung plane in deinem Kalender ein 2-Stunden-Zeitfenster ein, um dein persönliches Vision Board zu erstellen. Hast du schon ein Vision Board? Dann nimm dir ganz bewusst Zeit, um alle deine Wünsche noch einmal zu manifestieren. Überprüfe bei dieser Gelegenheit, ob es Änderungen gibt. Wenn du Teile deines Vision Boards schon erreicht hast, dann schreibe in dein Notizbuch: Diese Wünsche, Ziele habe ich schon erreicht. Und zähle alles auf, was dir dazu einfällt. Anleitung zur Erstellung eines Vision Boards. Ziel: Ein Vision Board ist eine visuelle Darstellung deiner Ziele, Träume und Wünsche. Es soll dir helfen, deine bewusste Absicht zu erklären, zu fokussieren und regelmäßig auf deine Ziele auszurichten. Anleitung: Visualisierung. Nimm dir einen Moment Zeit, um über deine Träume und Ziele nachzudenken. Mach dir in deiner Vorstellung ein klares Bild davon, was du in dein Leben ziehen möchtest. Denke in verschiedenen Kategorien wie Karriere, persönliches Wachstum, Liebe, Gesundheit, Finanzen, Reisen, neuer Wohnort etc. Emotionale Verbindung. Fühle die Emotionen, die mit der Verwirklichung deiner Wünsche einhergehen. Freude, Dankbarkeit, Frieden, Liebe, Freiheit. Erlebe diese Gefühle so intensiv wie möglich, als ob dein Wunsch bereits erfüllt wäre. Wichtig ist, dass du tatsächlich eintauchst in diese Situation, wie sich alles anfühlt, wie es aussieht, vielleicht sogar wie es riecht, was du hörst. Sammeln. Durchsuche Zeitschriften, das Internet oder andere Quellen, um Bilder, Worte und Zitate zu finden, die deine Ziele und Träume repräsentieren. Erstellen. Beginne deine Fundstücke auf dem Papier, der Pinnwand oder digital anzuordnen. Es gibt keine Regeln. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Das Ziel ist, dass das Board deine Vision klar und ansprechend darstellt. Möchtest du mehr reisen, dann finde Bilder, die dich ansprechen, Orte, die du noch bereisen möchtest. Platzierung. Platziere dein Vision Board an einem Ort, an dem du es täglich sehen kannst, um dich ständig an deine Ziele und Träume zu erinnern und deine Absicht zu stärken. Zum Beispiel statt einem Bild an der Wand im Wohnzimmer, als Bildschirmschoner am Handy oder Computer.
Plane nun in deinem Kalender einen Tag, an dem du dir ein 2 Stunden Zeitfenster einrichten kannst, um dein persönliches Vision Board zu erstellen. Im Zeichen deiner wunderbaren Visualisierung wünsche ich dir einen glücklichen Tag. Alles Liebe und Namaste.